KW Kirche. Gedanken zur Woche. Einen schönen guten Morgen, recht herzlich willkommen zur heutigen Laudes, zum Morgengebet am 2. September. Für mich ein ganz besonderes Morgengebet. Gestern durfte ich mich von meiner Großmutter verabschieden. Mit 92 Jahren hat Herrgott sie zu sich geholt und sie erlöst. Möge sie in Frieden ruhen. Darum bitte ich heute in diesem Morgengebet, das ich aus dem Stadtgarten in Recklinghausen euch präsentiere. Ich bin Oliver Kelch und wir starten mit dem Kreuzzeichen. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Beten wir den Hymnus. Du Gott des Lichts, dem Vater gleich, du Licht, dem unser Licht entspringt, du ew'ger Tag, hör unser Flehen, das aus der Nacht zum Himmel dringt. Entreiße uns der Finsternis und aller Angst der Erdennacht, streif ab von uns die Müdigkeit, die uns zum Guten träge macht. Du Christus bist das Licht der Welt, der Gott, dem gläubig wir vertrauen, auf dem im Dunkel dieser Zeit wir alle unsere Hoffnung bauen. Aus ganzem Herzen preisen wir dich, Christus, Herr der Herrlichkeit, der mit dem Vater und dem Geist uns liebt in alle Ewigkeit. Amen. Beten wir dem Psalm 119, die Verse 145 bis 152. Erhöre mich, Herr, ich rufe von ganzem Herzen. Deine Gesetze will ich halten. Ich rufe zu dir, errette mich. Dann will ich deinen Vorschriften folgen. Schon beim Morgengrauen komme ich und flehe. Ich warte auf dein Wort. Meine Augen eilen den Nachtwachen voraus, denn ich sinne nach über deine Verheißung. Höre auf meine Stimme in deiner Huld. Belebe mich, Herr, durch deine Entscheide. Mir nähern sich tückische Verfolger. Sie haben sich weit von deiner Weisung entfernt. Doch du bist nahe, Herr, und alle deine Gebote sind Wahrheit. Aus deinen Vorschriften weiß ich seit langem, dass du sie für ewig bestimmt hast. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Nahe bist du Gott und all deine Gebote sind Wahrheit. Präge sie uns ein, damit wir auf deinen Wegen gehen. Hören wir die Lesung. Meine Brüder, bemüht euch noch mehr darum, dass eure Berufung und Erwählung Bestand hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals scheitern. Dann wird euch in reichem Maß gewährt, in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einzutreten. Wort des lebendigen Gottes. Bringen wir unsere Fürbitten vor Gott. Gott, unser Vater, groß bist du und wunderbar in deiner Macht. Wir bitten dich, mach uns Mut, dass wir deine Gaben gerecht miteinander teilen. Mach uns Mut, dass wir uns nicht ängstlich verkriechen, sondern offen auf unsere Mitmenschen zugehen. Mach uns Mut, dass wir unsere Talente und Fähigkeiten schöpferisch und zum Wohl aller Menschen einsetzen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Beten wir gemeinsam das Gebet, das der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, mache unser Herz hell durch den Glanz der Auferstehung deines Sohnes, damit das Dunkel des Todes uns nicht befalle und wir zum ewigen Licht gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche euch nun einen gesegneten Samstag und einen erholsamen Tag und Start in das Wochenende. Bitten wir um den Segen des Herrn. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Diese und alle anderen Sendungen vom Bürgerfunk Recklinghausen auch als Podcast. www.podcast-re.de